Ja, hallo liebe Freunde der Spur 1. Schön, dass ihr wieder bei uns reingeseppt habt bei Steam Cloud. Wir wollen uns heute mal ansehen, was man aus einer Märklin-Baureihe 38 in Spur 1 machen kann. Wir haben hier jetzt mal das Modell mit Wandtender. Und was ganz wichtig ist, das ist also nicht eins dieser aktuellen Modelle, die wirklich aus Messing sind, sehr detailliert, sondern das ist noch eins der alten Modelle. Quasi letzte Serie von den alten. Da gab es ja die Plastik P1, wie man sie immer so schön sagt. Habe ich P1 gesagt? Ich meine natürlich P8 mit Wandtender. Ja, dieses Modell ist umgebaut. Wie ihr sehen könnt, hat das ein ordentliches Weathering hier gegeben. Die Patinierung ist also schon ziemlich stark. Ich denke mal, das gucken wir uns gleich alles an. Wir bereiten einfach mal jetzt die Funktionen vor. Wir fangen mit dem Licht an. Das ist ein LED-Umbau, der da stattgefunden hat. Kann man eigentlich auch ganz gut sehen. Das Ganze ist natürlich am Tender auch passiert. Gleichzeitig haben wir natürlich jetzt hier eine Funktion, dass wir auch ein schaltbares rotes Rücklicht haben. Das ist immer so Geschmackssache, ob man das braucht. Wir haben unsere Lok jetzt hier mal vorgesehen, hauptsächlich im Personendienst oder im Personenzugfahrdienst, sodass wir eben auch eine Art Wendezugbetrieb damit machen können. Deswegen hat sie es auch vorne. Gut, ja, wir bleiben aber mal auf Vorwärtsfahrt stehen und schalten den Sound auch ein. Sobald man den Sound eingeschaltet hat, merkt man also auch direkt, da steckt nicht mehr der Original Märklin-Sound drin, sondern das ist ein aktueller Hochleistungsdecoder. Gleichzeitig hat diese Lok nicht nur einen neuen Sounddecoder erhalten und damit ein neues Soundfile, sondern sie hat auch einen Rauchgenerator bekommen. Den heizen wir jetzt auch schon mal direkt an. Das ist hier ein Sound- oder Rauchgenerator der von USA Trains. Das ist in diesem Modell hier eigentlich sehr ordentlich umgesetzt worden. Man sieht auch, also die haut schon ganz schön raus. Wenn man jetzt die Lok mal so ein bisschen vorwärts in Bewegung setzt, mal so Fahrstufe 2, 3, 4, sieht man also auch, dass hier wirklich was passiert. Das ist also nicht mehr der lahme Märklin-Sound von früher, sondern das ist schon wirklich eine ganz, ganz andere Hausnummer. Ja, man hört den Rauchgenerator hier auch zwischendurch immer ganz gut surren. Mit der Einstellung des Radsensors noch ein bisschen arbeiten. Hier und da setzt er mal einen aus. Das ist aber alles nicht so schlimm. Ja, was hat die Lok noch für Funktionen? Wenn wir nochmal wieder anhalten, können wir jetzt vielleicht nochmal ein paar andere Feature machen. Dafür schalten wir den Rauch jetzt gleich dann auch nochmal erst wieder aus, weil die ganze Halle hier doch schon ganz schön eingeräuchert wird damit. Wir bleiben jetzt einfach mal stehen. Ja, ein Pfiff hat die Lok natürlich auch, wenn man ausprobieren kann. Auch schalten wir jetzt, wie gesagt, nochmal eben kurz wieder aus. Dann gibt es natürlich auch noch andere Feature wie, ich sag mal, Kohleschaufeln, wie Kurzpfiff und so weiter. Das wir jetzt alles gar nicht so im Detail vorstellen wollen oder müssen. Was noch ganz nett ist, ist die Ansage. Der Lok hat verschiedene Ansagen. Da ist bei diesem Modell auch das Verehrte eine oder andere Fahrgäste, Lustige auf Gleis passiert. 5 wird nun bereitgestellt, der Nahverkehrszug Richtung Wunstorf. Kleine Arschlöcher, bitte hinten einsteigen. Die Großen gehen ganz nach vorne. Dankeschön. Das ist natürlich jetzt hier auch so ein bisschen mit Augenzwinkern gemacht worden. Aber klar, die Ansagen sind mehr oder weniger fast beliebig aufspielbar auf diese Decoder. Prinzipiell, wenn man sich ein bisschen damit auskennt, kann man also jedes MP3-Soundfile darauf spielen. Man könnte also auch irgendwelche Songs oder sonstige Geschichten runterladen. Ja, vielleicht machen wir noch mal den Sound, den Rauch an und fahren noch mal ein paar Meter vorwärts und rückwärts. Und dann will ich auch gar nicht sehr viel mehr zu der Maschine sagen. Los geht's!
Ja, ich würde mal sagen, danke, dass wir das mal zeigen durften hier. Danke, dass ihr uns angeseppt habt. Und ja, vielleicht machen wir in Zukunft noch ein paar Videos. Und ja, hoffe, ihr habt Spaß und konntet sehen, was man auch aus so einem relativ normalen Modell doch was sehr Schmuckes basteln kann. Für die, die genau hingesehen haben, die Tendertüren hier, die fehlen noch. Dafür gibt es aber schon ein Übergangsblech, was die Lok im Original nicht hat. Und ja, ich sag mal, schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Steam Cloud, und wir zeigen euch, was man mit Spur 1 alles machen kann. Dankeschön, ciao!